Wer will Kinderschokolade? Das ist ja auch eine gesunde Ernährung. Wer will Kinderschokolade? Das ist ja nicht ungesund. Wer will Kinderschokolade? Das ist ja auch eine gesunde Ernährung. Wer will Kinderschokolade? Das ist ja nicht ungesund. Wer will Kinderschokolade? Das ist ja auch eine gesunde Ernährung. Wer will Kinderschokolade? Das ist ja nicht ungesund. Wer will Kinderschokolade? Das ist ja auch eine gesunde Ernährung. So, Freunde, euer Simon hier. Dann habe ich schnell den Mund zugemacht und habe mich ins Bett gelegt. Weil da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Es ist Mittwoch, es ist selbstverständlich Thema Ernährung. Wir stehen in der kleinen Küche und es gibt ein kleines, leckeres, sehr, sehr, sehr leckeres Rezept. Thunfisch-Protein-Shake. Das funktioniert 100%. Und zwar basiert das so ein bisschen auf meinem, ja, Vorsatzplan. Zu viel Blabla. Allein von dem Typ ist mir schlecht geworden. Weil ich kombiniere das Ganze mit dem intermittierenden Fasten. Das heißt, ich esse erstmal wirklich eine längere Zeit nichts. Und dann trinke ich erstmal einen Green Smoothie. Und fast gekotzt. Ist doch auf gar keinen Fall. Und legitim. Und viele von euch denken jetzt Green Smoothies, oh Gott, nein, irgendwelche Saftkuren, Detox und so weiter. Das schmeckt nicht. Denk ich mal, ey, was hat letztens einer gesagt? Das schmeckt wie Hundescheiße. Hey, Veganer, die versuchen ja alles, was wie Fleisch aussieht, aus ihrem veganen Scheiß zu machen. Wo liegt denn da der Sinn? Ich möchte meinem Magen einfach wieder etwas Ruhe gönnen. Ich möchte ihm wieder ein bisschen, ja, etwas mehr zur Verdauung beihelfen. Und da ist ein Green Smoothie wirklich gut. Geht halt, kannst du vergessen. Das Einzige, was da wirklich fördert, ist Leo und gekoppte von. Und viele haben eben Angst vor einem Green Smoothie, denken, grün, das kann nicht lecker sein, das schmeckt nicht gut. Heute zeige ich euch mal wirklich ein kleines Green Smoothie Rezept, was wirklich köstlich ist, richtig, richtig lecker. Du selber, musste dir schon mal was schmecken im Leben? Du, ich find's angenehmer, wenn was angenehm schmeckt. Aber es ist jetzt ein ausschlaggebend. Aber Essen ist doch nur Nahrung. Für mich ist ja, Essen nur jetzt, du kannst mit mir total schick essen gehen. Ja. Du hast mir keinen Gefallen mit. Nimmt auf jeden Fall die festen Sachen nach unten, dann den Blattspinat oben drauf, Kokosmilch drauf. Boah, ist das ekelhaft. Aber so sind die Geschmäcker, ne? Das fällt mir ganz schwer, immer so auf Geschmack eine Rezession zu geben. Wasser drauf, gut pürieren das Ganze. Die Soße so mit Schaum oft. Ich habe gedacht, jeder Koch hat einmal neu gerotzt, ne? Und dann hat er. Ne? Und glaubt mir, das ist wahrscheinlich der leckerste oder einer, wenn ihr es noch nicht kennt, einer der leckersten Green Smoothies, die ihr kennt. Mir ist echt, mir ist es kotzen gekommen. Ich bin jetzt auch kein Gourmet, ja, also mir ist ein bisschen Reis und Thunfisch lieber. Ja, und wenn ihr mit solchen Obsten, mit solchen Obstsorten das Ganze noch ein bisschen cremiger hinbekommt, mit der Kokosmilch habt ihr noch gute Fette, die eben viele Vitamine auch erstmal verwertbar machen für den Körper. Also eine perfekte Kombi. Also schon, da kannst du schon Depressionen kriegen ab und zu. Ey. Dann habe ich allein von dem Typen, mir ist es kotzen gekommen. Und deswegen gibt es so ein kleines Rezept, wie gesagt, gerade aus meiner, ich versuche immer aktuell zu bleiben, weil ich es tatsächlich jetzt jeden Tag mache. Jeden Tag? Ja. Alter Vater. Da musst du komplett einen Dachschaden haben, aber... Was gibt's Besseres? Ja. Außer ein Brokkoli-Shake. Ich bin klar der Meinung, wenn du Scheiße frisst, wirst du halt Scheiße aussehen. Macht es wirklich mal nach. Traut euch an Green Smoothies, das ist nicht nur irgendwie so ein Hype. Niemals. Du, dann hättest ein veganes Kind, das hätte dann irgendwie ein schiefes Ohr oder so. Ja, das will ja auch kein Mensch haben. Ja. Grüße an alle Veganer, ja. So was Stabiles, ja. Aber es ist leider, dass ich einmal 3 Kilo Brötchen, 4 Kilo Brötchen gemacht habe.